So. Und das war dann hier der Ein das war dann hier die Mine. Die es dann hier schon nach unten geht. Lalalalalalalalala. So, ich mache jetzt natürlich erstmal nur einen, damit wir ein bisschen schneller runterkommen. Wäre so ein Schwachsinn. Und das müssen wir dann alles später ausbauen, sonst wird man jetzt hier ewig sitzen und huch, den Spaß jetzt auseinanderfriemeln. Ach, das ist mir eigentlich scheißegal. Machen wir jetzt ganz normal hier einen einfachen Einstieg. Damit wir schon mal wissen, okay, da geht die Mine, so soll das aussehen. Und da haben wir schon die erste Kohle gefunden. Okay, ich höre schon Lava. Soweit ich weiß, kann das Erz ja so ziemlich auf jeder Höhe vorkommen, was wir gerade suchen. Darum kann es gut sein, dass wir gleich hier auf das Erz, was wir suchen, stoßen werden. Aber für Gold müssen wir eben ein bisschen tiefer, deswegen riskiere ich einfach gar nicht, dass ich hier nichts finde und gehe gleich nach unten. Ein bisschen Kies. Freut mich jetzt zwar nicht so, aber naja, egal. So. Kies, Kies, Kies. Stein, Stein, Stein. Immer weiter in den Berg hinein. So, das ist das Mainz-Tubing, was ich früher nie machen wollte. Das Eisen oder wie? Ja, das Eisen. Sehr schön. Aus dem einfachen Grund, da Mainz-Tubing ziemlich langweilig ist. Oh, so möchte ich wirklich. Aber, da muss man einmal hinzusagen, eine richtige Quarzmine ist halt einfach mit Mainz-Tubing am effektivsten. Quatsch, Quarzmine, ihr wisst schon, was ich meine. Eine richtige, nicht Quarz, sondern, wie nennt man es? Smaragdmine, genau. Das war ziemlich dämlich, die Fackel. Eine richtige Smaragdmine ist einfach mit Mainz-Tubing am effektivsten, weil dieser Smaragd kommt ja hier überall vor. Aber natürlich immer nur einzeln. Das heißt, man braucht nicht gar nicht drauf hoffen, eine größere Ader zu finden oder so. Und deshalb ist Mainz-Tubing da sehr angesagt. Ja, dann muss ich mir halt immer Themen dafür zurechtlegen. Jetzt natürlich, wie immer, keine Themen vorbereitet. Man merkt ja immer, dass ich das professionell mache und schon seit längerer Zeit. Es wird einfach immer wieder deutlich. Schlag mich nicht. Ich bin ja, also ich habe ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, hey, ich bin jetzt mal ganz kurz einen Kaffee holen und das ist übrigens schon ein Tag her, diese Aussage. Und ja, das ist immer so dieses, okay, gut, du machst jetzt doch was anderes und dann, ja. Was haben wir denn hier? Lapis, oh. Lapis. Ja, dann lapisse ich mir doch ins Hemd. Was haben wir denn hier für eine Tiefe? 14 Fuß sind wir schon. War das richtig? Ja, 14 Fuß. Also 14 tief. Egal. So. Hier wie immer am Anfang alles mitnehmen und dann die Schnauze voll haben nach einer Weile. Man kennt das ja vom Stripping. Vom Stripping erst alles machen und dann die Schnauze voll haben. Lol. Trollololol. Huch! So, die wollte ich gar nicht. Ich habe zumindest gesehen, was da unten liegt. Ich komme auch gleich dazu. Jetzt erkläre ich euch gleich erstmal, also für alle, die es nicht wissen, erkläre ich euch gleich mal das richtige Mainz-Tubing, wie man das normalerweise richtig macht. Und wie man die größten Erfolge erzielt. Das ist ja so ein Let's Play, ist auch so ein kleiner Bildungsauftrag für das Spiel.
Und darum. Jetzt gleich mehr. So. Aber meinst du, geht es erstmal darum, dass man so viel wie möglich Rohstoffe mit dem kleinstmöglichen Aufwand findet? Darum ist mein Tubing folgendermaßen gedacht. Man dreht sich auf Diamanttiefen runter und macht dann erstmal hier einen Gang. So, jetzt sieht man in diesem Gang ja diese Seite und würde jetzt theoretisch auch in dem nächsten Gang die nächste Seite sehen. Das heißt, der nächste Gang wäre dann hier. Ich tue es nur mit 3 immer den Gang andeuten, weil man sieht diese Seite hier mit dem Gang, man sieht oberhalb einen und man sieht unterhalb einen und man sieht wieder hier die Seite. So, damit haben wir jetzt 6 Reihen mit 2 Gängen abgedeckt. Na, dasselbe passiert auf der gegenüberliegenden Seite. Na, ihr seht, ja. So. Und das ist jetzt der erste. Und dann hätte man eventuell noch, wenn man sich die Fackel anders hinlegt, könnte man jetzt hier nach unten gehen. Wir müssen gucken. Also dieses Ding hier. Hier ist es natürlich jetzt nicht so. Es sei denn, nee. Dieses Ding hier ist der Boden. Hier ist der Boden. Das heißt, hier wäre die nächste Mainz-Tubing-Etage. Wo wieder das typische Eingang. Zweigang. Und dann wieder hier dasselbe. Eingang. Zweigang. So, das kann man jetzt bis auf Obsidian-Tiefen runtersetzen. Und hier kann man dann meins trippen jetzt. Und nach einer Weile kann man dann eventuell wieder mal so einen Kehrgang ziehen, damit man hin und her laufen kann. Ja, und so fangen wir jetzt einfach mal an. Und ich fange jetzt einfach mit dem Gang hier an. Und wichtig bei meinem Zubing ist halt, dass man die Löcher, die man macht, dann auch wieder zusetzt. Zumindest, also die hier braucht man nicht, wenn man die in der Wand macht, aber wenn man unten und oberhalb was wegnimmt, sollte man die wieder zumachen, weil sonst kann man später oder früher nicht mehr laufen in den Gängen. So, fangen wir jetzt einfach mal an hier. Was ist denn momentan Thema? Es ist, nicht mehr viel Sommer da. Habe jetzt gedacht. So, Moment, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Das kann ich lassen, das ist die Ebene, nur das muss ich wieder zumachen. Keine Ahnung, was soll man denn für Themen anreißen. Ich habe schon irgendwas gefunden, keine Ahnung was. Kohle, okay. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind ja bald bei Folge 700. Sollte ich jetzt irgendwie über die Folgen kommen, ist das kein Problem. Dann werden die Folgen einfach länger. Also wenn ihr merkt, die Folgen werden auf einmal 20 Minuten lang oder so, dann habe ich das entweder... Ja, dann habe ich das höchstwahrscheinlich verkackt und habe nicht richtig mitgezählt. Oder aber ich tue einfach so, als wenn das geplant gewesen wäre. Und sage, es ist mein guter Gewinn gewesen, dass ich ja 43 Minuten Folgen gemacht habe. Und dann denkt ihr alle schön, ja, das ist ein guter Wille gewesen. Und in Wirklichkeit denke ich mir, in Wirklichkeit habe ich es verkackt. Jetzt ziehe ich einfach mal schon mal zum Zweiergang rüber. Weil hier ist dann später der nächste Gang und da können wir schon mal... Okay. Bin ich überhaupt hier noch in den Hills? Ja. Ist auch wichtig, nicht, dass man rausgräbt, dann wundert man sich, warum man keine Diamanten mehr, keine Dings mehr findet. Querze. So, dann gehe ich jetzt einmal hier durch. Ist natürlich alles sehr dunkel hier, das ist sehr unpraktisch. Früher habe ich mir immer so gesagt, okay, spielst du auf 50% Licht, damit du was siehst und damit der, den Zuschauer was sehen, das aber noch dunkel genug ist, um gruselig zu sein. Jetzt muss ich auf 100% Licht spielen, habe sonst noch Schiss, dass ihr nichts seht. Der Shader ist da nicht so gut überarbeitet worden.
an manchen Stellen. Da wurde nicht richtig mitgedacht. Oder vielleicht wurde doch mitgedacht und die wollten das so dunkel haben. Nimmt aber dann irgendwie auch den Spielspaß. Ne? Wenn es zu realistisch wird, kennt man ja, wird es dann irgendwann langweilig. Weil dann kann er mich auch draußen an irgendeinem Berg stellen mit einer Spitzhacke und kann da selber was machen, dann komm ich schnell hinaus. Nur, dass ich dabei wahrscheinlich weder Zombies noch Creeper finden werde und nicht unbedingt Diamanten im Berg oder sowas. Sind aber echt wenig Rohstoffe in diesem Berg, ey. What the fuck? Nur wieder Kohle en masse. So, seht ihr hier, das haben wir hier schon wieder durchgegraben. Hier haben wir zum Beispiel noch ein bisschen Eisen. Aber das haben wir auch in tausendfacher Ausführung. Und da hab ich das übersehen. Übrigens ganz großer Fehler von mir, mich immer so nach unten zu graben. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Kennt man ja. Na gut, aber in die Richtung. Ich muss mal hier das Ding anlassen, damit ich weiß... Ach, hier bin ich schon im River, siehst du? Hier gehen die Extreme Hills erst los. Okay. Und hier bin ich wieder im Forest, okay. Na gut. Juhu, Kies, der Traum eines jeden Miners. Auch hier bin ich wieder im Forest, okay. Dann halt hier entlang. Juhu, Kies! Kies! Was für eine Freude, was für eine Überraschung. Hier bin ich wieder im Forest. Ist doch scheiße. Das ist, weil ich mich so ewig hierher gegraben habe. Ich müsste eigentlich... Hier geht's hoch, gell? Eigentlich müsste ich hier lang. Sehr intelligent. Theoretisch müsste ich hier wieder in die Extreme Hills Gegenden reinkommen. Ich habe hier noch. So. Machen wir uns mal eine Diamantschaufel noch, kommen. Gönnen wir uns. Haben wir jetzt 3 Diamanten wieder verschwendet. Mal schauen, ob wir noch was finden an Diamanten. Wäre ja auch nicht schlecht, aber momentan sieht es da eher so ein bisschen mager aus hier. Ja, manchmal hat man Glück, manchmal nicht, ne? So ist das halt. Ich mach mal hier Ressource-Pakete. Achso, Quatsch. Default rein. Super. Mach mal 50%. So, jetzt sehen wir nämlich auch noch alles. Sieht zwar jetzt ein bisschen krüppelig und pixelig aus, aber... Hat auch seinen Charme. Ich pack mal den Bogen weg, weil er mich ganz schön irritiert. So. Weiter geht's. Ups. Okay, mal Kohle, die lasse ich jetzt einfach mal gefliegt liegen, wo sie ist.
und konzentriere mich volle Möhre auf die wichtigen Rohstoffe, die wir jetzt brauchen. Auch das kommt mal ein bisschen weiter vor. So. Lalalalalalalalala. Wir sind immer noch in den Extreme Hills, das ist schon mal sehr gut. Wir haben ein bisschen wieder ein bisschen Redstone, das ist auch ganz cool. Aber obwohl wir in Diamantenhöhe sind, haben wir noch nicht einen einzigsten Diamanten oder was anderes gefunden. Es muss ja nicht unbedingt ein Diamant sein, aber es ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass die selten waren, die Smaragde. Die kamen ja schon häufiger vor. Gut, ich kenne sie jetzt nur aus Höhlen. Ich habe noch nie wirklich gemeint nach denen. Okay, es wäre zum genommen weg gewesen. Deswegen mache ich jetzt gerade mal die ein bisschen mehr Licht, aus dem Grund nicht, dass ich mir einfach aus Versehen hier so ein Smaragd um die Ohren meine. Das wäre nicht so cool, weil ich will die ja mit der Behutsamkeitshacke abernten. Bin ich noch Extreme Hills, ja. Damit ich dann später, wenn ich mal wieder eine Glückshacke haben sollte,